Ganz herzlich begrüße ich euch heute wieder zum Gedanken, zum Evangelium heute über das Himmelsbrot. Das Himmelsbrot, das Jesus uns bringt. Aber zuerst einmal allen Mamas einen ganz großen Dank, ein Vergelt's Gott, für den demütigen Dienst in der Küche. Denn, wie das Sprichwort uns schon sagt, Essen hält Leib und Seele einfach zusammen. Jesus will uns natürlich einen großen Schritt weiterführen zum Himmelsbrot, zum Brot, das vom Himmel herabkommt und unsere Seelen nährt und sagt uns, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Im Vater unser lehrt uns Jesus dann zu beten, Vater unser tägliches Brot, gib uns heute. Wenn wir genauer hinschauen, wie dieses Wort täglich im griechischen Ursprungswort heißt, lesen wir Epiousios, ein griechisches Wort. Es kommt in der Bibel nur ein einziges Mal vor und bedeutet überwesentlich. Besser können wir vielleicht gleich übersetzen mit Himmelsbrot. Ja, und was ist dieses Himmelsbrot? Was ist dieses Brot des Lebens? Im Katechismus lesen wir dazu, es ist die Arznei der Unsterblichkeit. Das heißt, das Wort Gottes, das wir im Glauben annehmen sollen. Und der Leib Christi, den wir in der Eucharistie empfangen. Und Jesus verspricht uns, wenn wir uns zuerst um sein Reich kümmern, um dieses Himmelsbrot, um dieses Brot des Lebens, dann wird uns der Vater im Himmel alles dazugeben, was wir im Leben sonst noch brauchen. Essen, Trinken, Schlafen, Kleidung. Einfach alles wird uns dazugeben, was wir brauchen. Papst Franziskus erinnert uns immer wieder daran, tragt das Evangelium bei euch und lest darin. Ja, das Evangelium gehört wirklich zur Ausrüstung jedes Christen. Lange Zeit habe ich das Evangelium immer bei mir getragen und oft darin gelesen. Doch dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich reicht's, wenn ich das Handy bei mir habe. Da kann ich ja auch das Wort Gottes öffnen und lesen. Doch dann habe ich gemerkt, es ist doch ein großer Unterschied, ob ich das Wort Gottes in schriftlicher Form bei mir trage oder nicht. Und es waren für mich auch immer in den Ferien die tiefsten Momente, wenn ich meine kleine Bibel herausgeholt habe und Abschnitte aus dem Evangelium gelesen und verinnerlicht habe. Es ist wirklich eine große Medizin gegen Traurigkeit, Wut, Langeweile, Lustlosigkeit und so weiter, was im Leben so auf uns zukommt. Es macht die Nähe Jesu stark spürbar und das wünsche ich euch allen. Und so segne und schütze euch alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen noch einen wunderschönen und gesegneten Tag.